So. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das Wichtigste im Leben des Deutschen ist seine Arbeit. Man sagt ja, der Franzose arbeitet, um zu leben, und der Deutsche lebt, um zu arbeiten. Deshalb sind die Arbeitsplätze das Top-Thema in diesem Land. Das treibt immer schöne Blüten. Da kommt einer und sagt, wir müssen die Tabaksteuer erhöhen, damit die jungen Menschen vom Rauchen abgehalten werden. Da kommt der Sprecher der CSU und sagt, wenn wir die Tabaksteuer zu sehr erhöhen, gefährden wir Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie. Das meint er auch nicht ironisch. Das sind seine Sorgen. Wenn Sie dem Innenminister morgen sagen, Herr de Maizière, wenn Sie das Ausüben von Anschlägen zu sehr erschweren, gefährden Sie Arbeitsplätze in der Dynamitstangenindustrie, da würde der noch mal drüber nachdenken. Arbeitsplätze, das Totschlagargument in jeder Diskussion. Deshalb können wir den Klimawandel auch nicht stoppen, weil alle Maßnahmen würden Arbeitsplätze gefährden. Und das ist mit dem Klimawandel einfach ungünstig. Der muss noch mal wiederkommen, so geht das überhaupt nicht. Was tun wir mit einem geretteten Planeten, wenn wir keine Arbeitsplätze mehr haben? Dann ja lieber umgekehrt. Ja, wir retten erstmal die Arbeitsplätze. Ob wir einen Planeten wirklich brauchen, ist doch wissenschaftlich überhaupt noch nicht erwiesen. Das sind doch alles nur Computersimulationen. Der Club of Rome hat ja schon in den 70er Jahren vorhergesagt, was jetzt passiert. Der Kapitalismus, der beutet die Ressourcen des Planeten hemmungslos aus, entzieht uns unsere eigenen Lebensgrundlagen und die Menschen werden auch ausgebeutet. Und Sie müssen auch gar kein Marxist sein, um das nachvollziehen zu können. Sie müssen den Kapitalismus endlich nur mal ernst nehmen. Der Kapitalismus ist ja unsere neue Religion. Im Grunde unsere Ersatzreligion. Wir haben den Glauben an alles verloren, wir glauben aber noch an die freie Marktwirtschaft. Und weil die freie Marktwirtschaft oder der Kapitalismus eine Religion ist inzwischen, dürfen Sie auch nichts mehr dagegen sagen. Wenn Sie da was gegen sagen, das ist ja wie Gotteslästerung. Sind Sie sofort ein Ketzer und ein Spinner. Und unsere Götter, die wir anbeten im Kapitalismus, sind Wachstum und Produktivität. Das sind unsere Götter, Beschäftigung durch Wachstum, das Mantra unserer Politiker. Beschäftigung gibt es nur durch Wachstum. Es muss immer mehr werden, immer mehr. Und das macht die Menschen glücklich und zufrieden. Immer mehr, immer mehr. Wir haben seit 25 Jahren eine Situation, dass wir in diesem Land mehr Dinge herstellen, als wir verbrauchen können. Wir schmeißen ein Drittel aller Lebensmittel weg, die wir herstellen. Wir schmeißen ein Drittel aller Medikamente weg, die hergestellt und verschrieben werden. Und es ist von allem zu viel da. Es gibt auch zu viel Geld. Das ist ja das Verrückte an der Wirtschaftssituation. Die einen sitzen da und kommen nicht klar und die anderen haben so viel Geld, dass sie nicht mehr wissen, wo sie es anlegen sollen. Auf der verzweifelten Suche nach Anlagemöglichkeiten ist ja so viel Geld weltweit unterwegs, dass diese Finanzprodukte erst erfunden worden sind. Der Zins ist doch am Boden. Und der Zins ist der Preis fürs Geld. Wer von einer Sache viel da ist, sinkt der Preis. Und die Zinsen sind auf dem absoluten Nullpunkt, außer für die Griechen. Und da sehen Sie, dass das alles völlig absurd ist und auch mit der Realität gar nichts zu tun hat. Es ist von allem zu viel da, aber wir brauchen Wachstum. Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird später stehen, zu viel war nicht genug. Wir brauchen ewiges Wachstum. Ewiges Wachstum, das ist schwierig, fragen Sie Rainer Kallmund. Aber wir müssen dabei bleiben. Und es muss immer mehr werden. Die Firmen müssen jedes Jahr mehr verdienen als im Jahr davor. Wenn ein Konzern 3 Jahre lang hintereinander denselben Gewinn macht, dann sagen die Analysten, die Aktie wird runtergestuft und dann geht ihre kapitalgedeckte Altersvorsorge schneller in den Bach runter, als der Meeresspiegel steigen kann. So sind die doch bei 26% Eigenkapitalrendite angekommen bei der Deutschen Bank, weil es jedes Jahr noch mehr werden muss als im Jahr davor. Und das erreichen wir mit der Produktivität. Produktivität, unser zweiter Gott, mit immer weniger Menschen, in immer kürzerer Zeit immer mehr herstellen. Und da waren wir Deutschen immer die Weltmeister drin. Wir sind ganz vorne mit der Produktivität. Und jetzt stoßen selbst die arbeitswütigen Deutschen an die Grenzen. Wir haben einen Grad an Produktivität erreicht, dass die Menschen, die nur Arbeit haben, krank werden. Die psychosomatischen Erkrankungen massiv auf dem Vormarsch in ganz Deutschland. Burnout war früher was ganz Exotisches, haben sie heute flächendeckend in allen Berufen vertreten. Die Menschen werden krank, weil sie Arbeit haben. Der Rest wird krank, weil er gar keine Arbeit hat. So tut der Kapitalismus was für alle, kann man natürlich auch sagen. Aber Sie kommen aus der Nummer nicht raus. Wenn Sie diese Religion einmal als Ihre angenommen haben, dann müssen Sie darin leben und dann müssen Sie arbeiten und kämpfen und produktiv sein und Wachstum und immer mehr und immer mehr. VW hat gesagt, wir brauchen 7% Produktivitätszuwachs jedes Jahr, um den Standort Deutschland zu halten. Allein VW. 7% Produktivitätszuwachs, wie erreicht man das? Sie können zum Beispiel jedes Jahr dieselbe Zahl Autos mit 7% weniger Mitarbeiter herstellen.
Wie oft können Sie 7% der Belegschaft entlassen, bis Sie keine mehr haben? Ist kein Konzept für die Zukunft, oder? Sie wollen ja in 20 Jahren Ihre kapitalgedeckte Altersversorgung auch mit VW-Aktien abdecken. Bis dahin müssen Sie ja durchhalten. Die andere Möglichkeit ist mit derselben Zahl Mitarbeiter und 7% weniger Lohn jedes Jahr. Wie oft können Sie den Leuten 7% Lohn kürzen, bis sie nicht mehr zur Arbeit kommen können? Geht also auch nicht. Die Möglichkeit, die existiert, ist also nur mit derselben Zahl Mitarbeiter und demselben Lohn jedes Jahr 7% mehr Autos herstellen. Das schaffen die auch bei VW. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, die Dinger zu verkaufen. Wir haben schon jetzt in Europa 20% Autos mehr, die hergestellt werden, als verkauft werden können. Und VW will jedes Jahr 7% Produktivitätszuwachs dazu bekommen. Jedes Jahr. Das sind ja Exponentialkurven. Schon ihre Enkel werden jeden zweiten Monat ein neues Auto kaufen müssen. Bei Handys ist die Situation längst erreicht. Wir haben seit Jahren mehr Handys als Deutsche. Vor allen Dingen sehr viel mehr Handys als Deutsche, die sie bedienen können. Aber Handys sind der Wachstumsmarkt überhaupt, oder? Es gibt doch immer permanent noch neue Handygeschäfte, die aufmachen. In den Fußgängerzonen machen überhaupt nur noch zwei Sorten von Geschäften neu auf, habe ich den Eindruck. Sonnenbankstudios und Handyläden. Das ist der Höhepunkt der westlichen Zivilisation. Man lässt sich das Hirn braten, um bereit zu sein für den nächsten Handykauf. Und mit einem geschickten Auge können Sie an der Gesichtsbräune eines Menschen ablesen, wie viele Handys der in der Hose hat. Und Sie müssen mitmachen, Sie müssen kaufen, kaufen, kaufen. Vor allen Dingen Handys, das ist ein Wachstumsmarkt, da müssen Sie mithalten. Sie müssen jeden Monat ein neues Handy kaufen und kommen Sie nicht mit der ollen Nummer, Sie hätten nur 2 Ohren. Das ist überhaupt kein Argument. Sie haben ja auch mindestens 20 Paar Schuhe und nur 2 Füße. An der Stelle haben Sie es doch begriffen. Ja, an der Stelle haben zumindest Frauen eine angeborene emotionale kapitalistische Intelligenz. Der Kapitalismus, das ist wie das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Kennen Sie noch das alte Märchen vom Fischer und seiner Frau? Der Fischer, der diesen Butt kennengelernt hat auf dem Meer und der Butt hat ihm einen Wunsch erfüllt. Er kommt nach Hause und die Frau sagt, wo hast du denn das her? Ja, mir der Butt geschenkt. Sagt die Frau, oh, das ist ja schon schön, aber fahr doch noch mal raus, ich wünsche mir das und das. Der Fischer raus und sagt, Butt, tut mir furchtbar leid, es ist mir auch unangenehm, aber meine Frau ist noch nicht zufrieden. Die hätte das auch noch gern. Ja, sei der Butt, kein Problem, kriegst du auch noch. Der fährt wieder nach Hause und die Frau sagt, hat das schon wieder geklappt. Hör mal, das hätte ich auch noch gern, fahr wieder raus. Und ich schicke den immer wieder raus. Und jedes Mal immer diese Geschichte, der Fischer ganz betröppelt von dem Butt, meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich das will. Die schickt den immer wieder raus. Die Frau kriegt den Hals nicht voll. Sie wird niemals glücklich und zufrieden. Sie will immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und irgendwann sagt der Butt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Ich nehme euch alles wieder weg. Das ist das Märchen vom Fischer und seiner Frau und das Märchen vom Kapitalismus. Wir haben immer mehr, 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 mehr. Und keiner wird zufrieden. Und irgendwann ist alles in sich zusammengebrochen. Und die treibende Kraft bei der ganzen Sache, das sind nun mal die Frauen. Ich habe das Märchen nicht geschrieben. Ich bin nur der Überbringer der schlechten Nachricht. Ja, buh. Wann kauft Ihr Mann eine neue Hose? Wenn Sie sagen, die ziehst du nicht mehr an. Wir Männer ersetzen Dinge widerwillig, wenn sie so kaputt sind, dass man sie nicht mehr tragen kann. Das nennt man nachhaltiges Wirtschaften. Wenn Frauen nur die Hosen kaufen würden, die sie benötigen, da würde doch unsere Industrie kaputt gehen. Wenn Frauen nur die Klamotten kaufen, die sie brauchen, da würde Karl Lagerfeld verhungern und er sieht schon nicht gut aus, meine Damen. Immer mehr, immer mehr. Produktivität, Wachstum und dann unser drittes, der Fleiß, der Mythos des Fleißes in Deutschland, speziell in Westdeutschland. Der Deutsche war immer stolz auf seinen Fleiß. Und als die Mauer aufging, haben doch viele Westdeutsche gesagt, guckt euch doch mal an, wie das da im Osten aussieht. Guckt euch da bitte mal in Ruhe an, wie das da im Osten aussieht. Die können doch da gar nicht gearbeitet haben. Das ist doch noch genauso kaputt wie nach dem Krieg. Hier war doch auch alles kaputt nach dem Krieg. Und? Wie sieht's hier aus? Wie sieht's da aus? Wir waren ja fleißig, wir haben die Ärmel aufgekrampelt. Uns hat doch hier auch keiner was geschenkt. Jetzt sollen wir die damit durchfüttern, die können doch ja nicht gearbeitet haben. Das sieht ja immer noch aus wie in den schlimmsten Teilen von Süditalien. Bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, Elend im Regen mag der Deutsche gar nicht. Elend im Sonnenschein findet er sehr entspannend. Elend bei 40 Grad im Schatten mit Strand und Palmen. Da fährt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen.
Elend im Regen mag er nicht. Wir waren immer stolz auf unsere Fleiß. Der westdeutsche Stammtisch war immer fleißig und wir haben immer die Ärmel aufgekrempelt, haben die Leute hier gesagt. Und alle können so leben wie wir, wenn sie nur fleißig genug sind. Das ist der Mythos. Wer fleißig ist, der schafft auch was. Die Afrikaner, hat es immer geheißen, liegen ja nur vorne in der Sonne rum. Die haben ja so viel Bodenschätze in Afrika. Wenn die mal auf den Quark kämen, die könnten ganz anders leben. Und jetzt haben wir Pech, der Chinese ist nicht so faul. Der Inder auch nicht. Es kommt knüppeldick, sie müssen tapfer sein. Der Rumäne will anfangen zu arbeiten. Das ist ja nicht die Aufgabe des Rumänen, oder? Der Rumäne hat als Diebesband im Wald rumzulaufen. Wir bauen die Handys, der Rumäne klaut die Handys. Das war die Verabredung. Und jetzt klauen die ganze Handyfabriken. Nokia zog von Bochum nach Rumänien. Und die Deutschen, die immer stolz waren auf die freie Marktwirtschaft, schimpfen plötzlich auf den Raubtierkapitalismus. Plötzlich ist hier die Rede von Raubtierkapitalismus. Was ist das denn jetzt? Kapitalismus, Raubtierkapitalismus, Wasser, nasses Wasser. Was hat denn Nokia getan? Nokia versucht, Geld zu verdienen, oder? Wie ist denn Nokia nach Bochum gekommen? Hat der Nokia-Vorstand getagt und hat gesagt, was ist denn die schönste Stadt auf der Welt? Wo müssen wir unbedingt mal ein Werk bauen? Nein, wir haben Nokia gezwungen, nach Bochum zu kommen mit einem Scheck mit 70 Millionen Euro Bestechungsgelder, auf Deutsch Subventionen. 70 Millionen haben wir hingelegt. Dafür ist Nokia nach Bochum gekommen. Das Geld war aufgebraucht vor 2 Jahren. Und da hat Nokia gesagt, und, hier wird jetzt noch was? Und da hat der Rüttgers damals gesagt, nee, jetzt sieht man nichts mehr. Wir haben ja nichts. Das war ja 2008, können Sie sich erinnern, da hat man noch Aufschwung. Da hat man noch kein Geld für Nokia. Hätten wir da schon Krise gehabt, da hätte man Nokia helfen können. Da hätten die jeder noch einen Opel dabei gekriegt, aber so. So hat Nokia gesagt, gut, dann gehen wir nach Rumänien. Die bieten 20 Millionen Euro für die 2000 Arbeitsplätze, dann schaffen wir die jetzt erstmal da und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und plötzlich, als Nokia nach Rumänien gezogen war, da begriffen die Westdeutschen zum ersten Mal, die Mauer war unser Freund. Ja klar, wir im Westen haben von der Mauer profitiert. Wir verdanken einen Großteil unseres Wohlstandes der Mauer. Doch nicht, weil wir fleißig waren, haben wir so viel. Wir haben so viel, weil für das, was wir bekommen haben, so viel gekauft werden konnte. Wir waren ein Hochlohnland mit Billigimporten. Und das haben wir der Mauer zu verdanken gehabt. Die Mauer hat uns die billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa all die Jahre schön vom Hals gehalten. Und die billigen Importe hat die Mauer immer durchgelassen. Eine perfekte Membran. Und wir konnten uns doch moralisch drüber empören. Eine Win-Win-Win-Situation. Die Amerikaner bauen doch gerade mühsam diesen Zaun. Haben Sie das mal gesehen? Die Amis haben einen Zaun gebaut, hin zu Mexiko, durch die ganze Wüste, hunderte von Kilometern lang, mit Stacheldraht, schwer bewacht. Die Ossis würden sich wie zu Hause fühlen. Die Amis versuchen, sich die billigen Arbeitskräfte aus Lateinamerika vom Hals zu halten. Da geben die hunderte Millionen von Dollar für aus, jedes Jahr. Uns hat man die Mauer kostenfrei dahingestellt. Das Ding ist all die Jahre einwandfrei gewartet worden. Und als die Betreibergesellschaft der Mauer, als die DDR 1983 zum ersten Mal in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, da hat Franz Josef Strauß die am Leben gehalten mit einem Milliardenkredit. Genau wie jetzt bei den Griechen. Wir helfen da gerne aus. 1,5 Milliarden D-Mark waren das damals für die DDR. Das war eine Riesensumme damals, aber da war große Diskussion, überhaupt auch moralisch. Darf man so ein Regime überhaupt unterstützen? Der Strauß hat gesagt, gut, es muss erhalten bleiben. Der Strauß war kein SED-Fan, würde ich ihn nicht unterstellen. Aber der Strauß, der wusste, wie wichtig die Mauer für das Geschäftemachen in Westdeutschland war. Der Strauß war ein Geschäftemacher. Der ist doch nicht als Millionär gestorben, weil er Ministerpräsident von Bayern war. Nein, der Strauß war der Prototyp des konservativen Geschäftemachers in Deutschland. Ja klar, der Strauß hat Geschäfte gemacht mit Pinochet in Chile, das war ein Faschist. Der hat Geschäfte gemacht mit Honecker, das war ein Sozialist. Der hat Geschäfte gemacht mit Idi Amin, mit Bokassa und mit Gaddafi und mit Khomeini. Das ist einem Konservativen doch völlig egal. Der lässt sich beim Geschäftemachen nicht von Wert und Moral behindern. Der konservative Geschäftemacher, der geht doch sonntags nicht in die Kirche, weil er an Gott glaubt oder das Gesabber von den sexuell gestörten Popen hören will.
Der Konservative setzt sie auf die harte Kirche, weil er hofft, Geschäftspartner kennenzulernen in dem Umfeld. Aus demselben Grunde ist er im Karnevalsverein, im Schützenverein, im Trachtenverein und in der CDU. Dann ist für den alles dasselbe.